Ich bin mit dem Fahrrad 5 Wochen lang durch den Iran gefahren. Die Reise war Teil einer Radtour von Europa nach Indien. Darüber gibt es auch eine Doku zu finden unter dem Titel Losgefahren. Wir sind über die Türkei in den Iran eingereist und dann über Tabriz und Teheran bis in den Süden des Landes nach Bandar-Lenge gefahren. Und die Erfahrungen, die ich auf dieser Reise sammeln konnte, die habe ich zusammengefasst und zeige sie euch hier in diesem Video in Form von Tipps und Hinweisen für Radreisen durch den Iran. Die Dichte des Verkehrs variiert je nach Region stark. Gerade in den Einzugsgebieten von größeren Städten und Ballungsgebieten kann es zu regelrechten Verkehrschaos kommen. Und dort ist auch wirklich hohe Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Weiter ab in den Wüstenregionen und dort vor allem in den Seitenstraßen ist allerdings ein sehr moderates Verkehrsaufkommen. Die meisten großen Verkehrsstraßen besitzen ausreichend breite Seitenstreifen, auf denen es sich sicher und komfortabel fahren lässt. Die vielen sehr, sehr alten Transportfahrzeuge und LKWs, die im Iran unterwegs sind, die blasen gerne mal richtig kräftige Rußwolken aus dem Auspuff. Und die bekommt man auch als Radfahrer nicht selten mitten ins Gesicht geblasen. Und deswegen empfiehlt es sich in jedem Fall, eine Atemschutzmaske dabei zu haben, die man dann gegebenenfalls auf stark befahrenen Straßen aufsetzen kann. Was mir im Iran als Problem aufgefallen ist, sind die vielen geplatzten Autoreifen, die am Straßenrand liegen. Die hat es richtig zerfetzt und die verlieren eine ganze Menge von ganz kleinen, feinen Metalltreten. Und diese Metalltrete, die bohren sich schnell und gerne in den Fahrradmantel rein und sorgen nicht selten für Pannen. Sehr häufig auch am Straßenrand zu finden sind Tierkadaver in jeglichem Verwesungszustand. Und Tierkadaver können extrem stinken und Übelkeit erregen. Deswegen bin ich ganz gerne mit einem Halsschlauchtuch gefahren, das ich mir dann rechtzeitig über die Nase ziehen konnte, wenn wieder irgendein totes Tier an der Straße gelegen ist. Auch im Iran bin ich am besten mit OpenStreetMap durchs Land gekommen. OpenStreetMap ist freies Kartenmaterial, das man sich zu Hause einfach runterladen kann und dann unabhängig von der Internetverbindung unterwegs ist. Und der Vorteil bei OpenStreetMap ist außerdem, dass man direkt auch selber Dinge eintragen kann, die man vor Ort findet und die noch nicht in der Karte verzeichnet sind. Im Iran ist das leider relativ häufig der Fall, wobei ich erwähnen muss, dass anderes Kartenmaterial dort noch weitaus lückenhafter ist. Aber gerade gastronomische Einrichtungen, zum Beispiel Unterkünfte und vieles, was man als Radreisender unterwegs alles braucht, ist dort teilweise noch nicht vorzufinden. Mit entsprechenden Apps wie beispielsweise Vespucci oder Osmand lässt sich das dann unterwegs selber eintragen und ich würde euch alle bitten, davon auch Gebrauch zu machen, damit andere Radreisende, die nach euch vorbeikommen, an diesen Orten auch von eurem Wissen profitieren. Die Versorgung mit guten Ersatzteilen ist im Iran leider schwierig, weil das Land Probleme hat, Dinge zu importieren. Insbesondere Mäntel findet man nur sehr, sehr schwer, wenn man da bestimmte Ansprüche hat. Es gibt allerdings in Teheran einige wenige Fahrradläden, die auch gute Produkte von Markenherstellern im Sortiment haben. Die Rechte von Frauen sind im Iran leider immer noch sehr eingeschränkt. Iranerinnen ist es zwar nicht verboten, mit dem Fahrrad zu fahren, sie können dann allerdings sehr schnell Probleme mit der Sittenpolizei bekommen. Ausländerinnen haben dagegen in der Regel keine Probleme, wenn sie mit dem Fahrrad fahren. Sie sollten allerdings die bestehenden Kleidungsvorschriften dabei beachten. Auch der Fahrradverleih ist für Frauen im Iran in der Regel nicht verfügbar. Die Quelle dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auch Männer sollten die Beine im Iran bedeckt halten. Es gibt zwar keine Probleme, wenn man als Ausländer mit kurzen Hosen unterwegs ist. Man muss dann auf jeden Fall allerdings mit missfallenden und verständnislosen Blicken rechnen. Eine gute Alternative zu kurzen Hosen sind Hosen, die zumindest über das Knie gehen. Die fallen nicht ganz so sehr auf. Was auch nicht so ein großes Problem ist, ist außerhalb der geschlossenen Ortschaften mit kurzen Hosen zu fahren. Und die Möglichkeit habe ich tatsächlich auch genutzt, um mir dann, bevor wir in die Ortschaft eingefahren sind, wieder
längere Hosen anzuziehen. Was auch bedeckt sein sollte, sind die Schultern und die Oberarme. Also am besten trägt man ein T-Shirt und nicht unbedingt ein Muskelshirt. Frauen sind im Iran angehalten, ein Kopftuch zu tragen. Das Kopftuch muss allerdings nicht bis zur Stirn vorgezogen sein, sondern sollte zumindest den Teil des Hinterkopfes bedecken. Das Interesse an westlichen Radreisenden und die Gastfreundschaft sind im Iran enorm. Man wird permanent eingeladen, beschenkt mit Lebensmitteln, Wasservorräten und in Gespräche verwickelt. Leider leidet darunter auch ein bisschen die Privatsphäre. Wir hatten zum Beispiel selten abends wirklich einen Zeltplatz für uns alleine, sondern meist Besuch der Nachbarschaft. Auch sehr im Interesse und im Fokus sind die Fahrräder. Alles, was dort irgendwie auffällig ist, wird sehr gerne angefasst, gedrückt, verstellt und ausprobiert. Das Angebot in öffentlichen Restaurants beschränkt sich in der Regel auf Kebab mit Reis und Joghurt. Das ist zwar sehr lecker, kann aber auf Dauer ein bisschen eintönig werden. Darüber hinaus gibt es eine ganze Menge Imbissläden. Dort bekommt man in sehr wechselhafter Qualität sowas wie Burger beispielsweise, oft aber auch Pizza. Wobei die Pizza ganz anders ist, als man sie im Westen kennt, nämlich aus einem etwas dickeren, kräftigeren Teig bestehend und statt Tomatensauce kommt in der Regel Ketchup oder Mayonnaise obendrauf. In den Ortschaften gibt es in der Regel ausreichend kleinere Läden zu finden, in denen man rudimentäre Lebensmittel zu kaufen bekommt. Hier bietet sich auf jeden Fall an, einen Benzinkocher dabei zu haben und sich abends selber was zuzubereiten. Wir fahren gerade mitten im Iran, südlich von Vahsaneh, jetzt durch den einsamsten Abschnitt unserer gesamten Reise. Es sind knapp 100 Kilometer quer durch die Wüste, haben uns sehr penibel darauf vorbereitet, haben mal gut gegessen heute Mittag, viel getrunken, Wassermelone gemampft und insgesamt knapp 10 Liter Wasser eingekauft. Und die Fahrräder sind jetzt richtig schwer, fahren sich aber trotzdem super. Hier ist alles flach und immer noch verdammt heiß, staubig, trocken. Und ja, mal schauen. Also wir fahren heute Abend so knapp 40, 50 Kilometer vielleicht. Und dann morgen die restliche Etappe bis Abaku. Ja, mal sehen. Im Land findet man entlang der Straße Tankstellen und Moscheen, die normalerweise saubere öffentliche Toiletten haben. Wer Toilettenpapier benötigt, der sollte selber welches mitbringen, weil das ist in der Regel dort nicht verfügbar. Wildcampen ist sicherlich eine der einfachsten und flexibelsten Möglichkeiten, um frei und unabhängig mit dem Fahrrad durch das Land zu kommen und wahrscheinlich auch die beste Gelegenheit, um die schönsten Naturschauplätze zu finden. Hinzu kommt, dass das Picknicken und Zelten in öffentlichen Parks Bestandteil der iranischen Alltagskultur ist und entsprechend ist Wildcampen auch weitestgehend akzeptiert und geduldet. Dort, wo das Zelten nicht erlaubt ist, dort findet man explizit auch Verbotsschilder. Das heißt, überall, wo diese Verbotsschilder nicht stehen, kann man davon ausgehen, dass das Zelten legal und erlaubt ist. Alle Erfahrungen, die ich beim Wildcampen im Iran gesammelt habe, die habe ich in einem Blogpost für persiaport.com zusammengefasst. Und den Link dazu, den packe ich euch in die Videobeschreibung.
wir dann abends im Zelt lagen, da kam dann, es war schon stockdunkel, kam dann jemand mit der Taschenlampe ans Zelt. Und ich dachte, Scheiße, was ist das jetzt schon wieder? Es war auf jeden Fall der Ranger, der kam dann wirklich nochmal vor, hatte, glaube ich, seinen Schlafanzug schon an und fragte, braucht ihr noch irgendwas für die Nacht, dann kann ich euch das gerne vorbeibringen, Wasser oder so, sagt einfach Bescheid. Ja, das ist Zelten im Naturpark im Iran. So kann es auch funktionieren. Warmshowers.org ist eine internationale Radreise-Community und etwa vergleichbar mit Couchsurfing. Dort bieten Privatmenschen kostenlos Unterkünfte für andere Radreisende an. Und auch im Iran gibt es eine sehr ausgeprägte Community hinter Warmshowers. Die Menschen dort sind in der Regel sehr an einem Austausch mit ausländischen Radreisenden interessiert. Der Iran ist ein sicheres Reiseland. Wer allerdings mit dem Smartphone navigiert oder andere hochwertige Geräte dabei hat, der sollte das nicht möglichst sichtbar am Lenker befestigen, sondern irgendwo versteckt bei sich führen. Weil mir ist es in den 5 Wochen 2-mal passiert, dass jemand versucht hat, mir mein Smartphone zu klauen. Einmal durch einen sehr aggressiven Griff zum Lenker, durch einen vorbeifahrenden Rollerfahrer und einmal in Form eines Raubüberfalls auf der Landstraße. Was da genau passiert ist, das habe ich in einem Blogpost zusammengefasst, den ich unten verlinken werde. Wie gesagt, grundsätzlich ist Iran allerdings sehr sicher und wer sich für weitere Reise- und Sicherheitshinweise interessiert, den kann ich hier nur auf die Seiten des Auswärtigen Amtes verweisen. Auch den Link packe ich euch unten mit in die Videobeschreibung. Mit einem Iran-Visum kann man sich bis zu 30 Tage lang im Land aufhalten. Allerdings ist der Iran ein sehr, sehr großes Land und wer es vollständig mit dem Fahrrad durchqueren möchte, der wird das wahrscheinlich innerhalb von 30 Tagen nicht schaffen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, das Visum um 30 weitere Tage verlängern zu lassen. Und zwar in den meisten großen Städten und dort in der Polizeibehörde für auswärtige Angelegenheiten. Für diese Prozedur sollte man etwa einen halben Tag einplanen und das funktioniert dann wie folgt. Man sucht diese Behörde auf, wird wahrscheinlich am Einlass sein Handy und gegebenenfalls andere Dinge abgeben müssen und bekommt dann ein Formular ausgehändigt, das auszufüllen ist, wird anschließend zur Melibank geschickt. Das ist eine ganz spezielle Bank, die hoffentlich irgendwo in der Nähe dann dort zu finden ist. Dort muss man die Gebühren, die die Visa-Verlängerung kostet, in bar einzahlen. Das Problem dabei könnte sein, dass man mit nicht englischsprachigem Personal zu tun hat und auch die Belege, die einem dort ausgestellt werden, auf Persisch ausgestellt sind. Allerdings weiß das Personal vor Ort in der Regel, worum es geht, wenn man die entsprechenden Formulare vorlegt. Mit dem Einzahlungsbeleg, den man bei der Melibank bekommt, geht man dann wieder zurück zur Polizeibehörde für auswärtige Angelegenheiten und erhält dann dort in der Regel seine Visa-Verlängerung. Was erschwerend hinzukommen kann, ist die Tatsache, dass diese Visa-Verlängerungen nicht selten von der Willkür der jeweiligen Beamten abhängig sind, ob die Verlängerung reibungslos funktioniert und inwiefern dann auch tatsächlich verlängert wird. Wir hatten tatsächlich das Problem, dass uns die Verlängerung zunächst abgelehnt worden ist und wir erst nach einigen Diskussionen dann doch die Verlängerung so bekommen haben, wie wir sie gebraucht haben. Ja, unser Visum für den Iran haben wir bereits in Deutschland beantragt. Kurz vor der Reise mussten wir so eine Referenznummer beantragen und dann ging es innerhalb von ein paar Tagen mit dem Visum. Und das ist 3 Monate lang gültig, also man kann 3 Monate lang damit einreisen und dann halt insgesamt für 30 Tage. Und das war für unser Vorhaben schon ein bisschen knapp kalkuliert und wir dachten dann schon, ja, mal sehen, vielleicht reisen wir dann das letzte Stück mit dem Bus irgendwie bis nach Bandar-Lenge, da wollten wir mit der Fähre übersetzen letztendlich. Oder wir verlängern das dann nochmal im Land, das wäre auch möglich gewesen. Wir haben uns dann für die letzte Variante entschieden, dass wir das verlängern.
und sind dann erstmal mit dem Fahrrad durch den Iran durchgefahren, über Teheran bis nach Shiraz runter. Und in Shiraz wollten wir das dann ungefähr eine Woche vor Ablauf verlängern. Und der zuständige Mitarbeiter hat dann aber gleich gemeint, ja, das Visum ist ja noch gültig, das könnt ihr noch gar nicht verlängern. Ihr könnt erst 1-2 Tage vor Ablauf des Visas vorbeikommen zum Tourismusbüro und dann die Verlängerung beantragen. Und das war natürlich für uns blöd, weil wir wollten jetzt auch weiterfahren mit dem Fahrrad und hätten jetzt noch eine ganze Woche warten müssen, bis erstmal unser Visum ausläuft, um es dann neu zu beantragen. Und ja, wir hatten es eigentlich schon fast damit abgefunden und wollten schon gehen. Das waren meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch den Iran. Wenn euch das Video hilfreich und interessant erschien, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr selber noch weitere Tipps und Hinweise habt, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber die für andere Radreisende interessant sein könnten, dann packt sie einfach unten in die Videokommentare. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr dabei auf die graue Glocke klickt, dann bekommt ihr einen Hinweis, wenn ich weitere Videos für andere Länder hinzufüge. Und jetzt wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß bei euren Vorbereitungen und bei eurer Reise durch den Iran.